Es geht nicht nur darum, Ideen zu entwickeln, sondern diese auch tatsächlich ganz konkret zu implementieren, zu testen und experimentell auszuwerten. Also wirklich zu schauen, ob diese neuen Ansätze tatsächlich etwas verbessert haben. Mein Name ist Simon Sommer, ich bin Head of Research bei der Jacobs Foundation in Zürich, leite da also den Bereich der Forschungsförderung. Das beinhaltet unseren jährlichen Forschungspreis, Forschungsprojekte und das Jacobs Foundation Research Fellowship Program. Die Jacobs Foundation fördert jetzt seit 30 Jahren schon Forschung im Bereich der Kinder- und Jugendentwicklung und zu Lernprozessen. Wir haben uns da insbesondere fokussiert auf den vorschulischen und den schulischen Bereich, aber eigentlich nie darauf geschaut, wie man Lernen auch im hochschulischen Bereich verbessern könnte, evidenzbasiert aufstellen könnte. Und wir sind jetzt nun auch seit vielen Jahren hier an der Jacobs University engagiert und da ist mir zusammen mit einem Kollegen hier an der Jacobs University der Gedanke gekommen, ob man nicht hier eine Art Lernlaboratorium für evidenzbasierte Innovationen im Bereich der Hochschullehre und Hochschulbildung schaffen könnte. Und dieses Symposium ist so ein bisschen der Auftakt dazu. Wir haben internationale innovative Denker international, aber auch national eingeladen, um uns zu inspirieren, wie wir ein solches Programm aufsetzen können. Die Ziele sind sicherlich zum einen die Lehre und die Lernerfahrung hier an der Jacobs University tatsächlich noch weiter zu verbessern. Aber wir wollen nicht nur das tun, wir wollen auch tatsächlich eine Kultur evidenzbasierter Innovationen auch im Hochschulbereich in Deutschland etablieren. Das heißt, wir wollen internationale Ideen, wie man hochschulische Lehre verbessern kann, experimentell testen, zusammen mit den Studierenden und den Professorinnen und Professoren hier auf dem Campus. Und das ist sicherlich das Besondere. Es geht nicht nur darum, Ideen zu entwickeln, sondern diese auch tatsächlich ganz konkret zu implementieren, zu testen und experimentell auszuwerten. Also wirklich zu schauen, ob diese neuen Ansätze tatsächlich etwas verbessert haben. Also wir treffen uns ja morgen am Freitag mit den Speakern des Symposiums, einigen weiteren Experten, um die Rahmenbedingungen für die Challenge genau festzulegen. Aber die Idee ist, dass dies nicht Projekte sein sollen, die hier auf dem Campus entstanden sind oder von Professorinnen und Professoren an der Jacobs University entwickelt wurden, sondern wirklich Dinge, die rein theoretisch aus der ganzen Welt stammen können. Die einzige Voraussetzung ist nur, dass die Leute, die das implementieren oder studieren wollen, zusammen mit der Jacobs University, das heißt mit Faculty und Studierenden hier, die Implementierung und die Studiendurchführung planen und gemeinsam durchführen. Aber es ist ganz bewusst wirklich ein Call, der sich an Innovatoren, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch an Start-ups, Ad-Tech-Companies auf der ganzen Welt richtet, die schauen wollen, ob das, was sie sich überlegt haben, hier in diesem besonderen Kontext in Bremen funktionieren kann. Wir haben einen ziemlich ambitionierten Zeitplan. Morgen wollen wir die Rahmenbedingungen festlegen, der Radical Ideas Challenge, dann Ende November, Anfang Dezember ausschreiben. Und die Idee wäre, dass wirklich nur zweiseitige Kurzproposals mit Grundideen bis im Januar bei uns eingereicht werden und wir dann gemeinsam mit der Universität eine Vorauswahl machen und dann circa 5 bis 10 Projekte zur Vollantragstellung auffordern. Zum Zeitpunkt dieser Vollantragstellung sollte man dann auch mit der Jacobs University Kontakt aufnehmen und schauen, in welchen Konstellationen, mit wem, in welchem Fach, mit welchem Professor oder mit welcher Professorin hier dieses Projekt am besten zu implementieren wäre. Die Jacobs Foundation wird diese Projekte fördern. Wir haben insgesamt eine 750.000 Schweizer Franken dafür zur Seite gestellt. Wir haben einmal nachgedacht, ob es 3 größere Projekte sein könnten, a 250.000 Franken, aber auch das werden wir morgen diskutieren. Es kann durchaus sein, dass wir auch sagen, ein größeres, 2, 3 kleinere, eher explorative Projekte. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns als Förderer verstehen und diese Projekte als Forschungsprojekte von der Jacobs Foundation finanziert werden.
und wir auch nicht in den Ablauf oder den Inhalt dieser Projekte eingreifen werden. Da verstehen wir uns wirklich als Forschungsförderer, der hier Projekte fördert und die Freiheit der Wissenschaftler auch respektieren wird. Sie wird wahrscheinlich nicht so viel anders aussehen im Vergleich zu heute, wie sich das viele Leute vorstellen oder erhoffen. Und gleichzeitig werden sich einige Dinge ändern müssen. Wir werden sicherlich Learning Analytics, das heißt die Analyse der im Laufe des Studieren, des Lernens und des Geprüftwerdens anfallenden Daten, das werden wir verstärkt bekommen. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir diese Daten nutzen müssten. Ich glaube auch, es wird wichtig sein, dass die Universität sich mehr um die anderen Domänen des Lernens von Studierenden und Studierenden kümmert, das heißt sozio-emotionales Lernen, der ganze Bereich des Wohlbefindens, der ganze Bereich der Problemlösungskompetenz. Diese Dinge sind im Verständnis vieler nicht Aufgabe von Universität, aber gleichzeitig muss Universität die Studierenden heute im 21. Jahrhundert genau mit diesen Skills auf das Leben vorbereiten.